Lebt denn der alte Holzmichel noch? Heißt ihr wohl bekanntestes Lied, das der Randfichten. Zum 1000-jährigen Fest waren sie am Sonntag auf dem vollbesetzten Festplatz zu Gast. Die Karriere der drei Musikanten nahm einen schier unglaublichen Weg. Von der kleinen Stimmungsband, die im Festzelt ein paar Gäste unterhielt, wurden sie mit ihrem Kulthit vom Holzmichel zu den Chartstürmern der Nation. Mit diesem Lied schufen sie einen Evergreen, der aus der deutschen Unterhaltungsszene nicht mehr wegzudenken ist. Also wer uns ein bisschen näher kennt, der weiß schon, dass es nicht nur einen Holzmichel gibt. Kommen ja dann die Nachfolgehits, Holzhackerlei, Fliege, Rups am Grill, alles solche Sachen. Ganz besonders Volksfeste gehören häufig zu ihren Auftritten. Also Volksfeste sind natürlich unser Ding, ne? Randfichten stehen ja für Stimmung und gute Laune und das erwartet ja das Publikum und deswegen sind wir bei Jubiläumsfeiern natürlich gerne dabei. Ne? Und das ist sozusagen heute 1001. 1001. Ja. Da spielen wir heute im Nachmittagsprogramm ja eine Stunde. Thomas Rups Unger und Michael Michel Rostig gründeten 1992 die Band, bevor 1997 Thomas Lauti Lauterbach dazukam. Mit ihrem puristischen Musikstil, Gesang, Akkordeon und Gitarre und ihren im Dialekt gehaltenen Texten haben die Randfichten in Hunderten von Konzerten ihr Publikum begeistert. Im Bereich moderne Volksmusik angesiedelt, aber die Bandbreite ist eben von Partyhits über nachdenkliche Lieder bis hin zu Stimmungsliedern, fröhliche, traditionelle Lieder, das ist unsere Bandbreite. Aber alles schon im volkstümlichen Bereich, natürlich mit modernen Mitteln. Ne? Mit Preisen und Ehrungen überschüttet, zählen sie nach 20 Jahren zu den erfolgreichsten Volksmusikbands in Deutschland. Doch nun wird es eine gravierende Veränderung geben. Rups verlässt die Band Ende Juni. Also in Zukunft werde ich erstmal eine kleine Pause machen müssen, alldieweil ich zu einer Kur fahre. Und dann mache ich natürlich weiter mit meiner christlichen Musik. Und das habe ich ja schon nebenher so hobbymäßig gemacht. Ja, und dann wird sich zeigen, was noch kommt. Ja, wir mussten ja aus der Not eine Tugend machen und uns Verstärkung suchen, weil ja der Rups nun plötzlich aussteigt. Und deswegen haben wir dann eine Frau gefunden, die Marion, die uns verstärkt. Und es geht dann gleich Ende Juni weiter mit den Randfichten und der Marion, die den Spitznamen hat, die kleine Pfeif. Ja, hier findet doch sein Frieden. Rups, Michel und Lauti haben mit ihrer sympathischen Art im Rahmen des Borgwitz 1000-Konzerts ihr Publikum begeistert. Sicher wird es aber auch traurige Fans geben, denn dies war ihr vorletztes gemeinsames Konzert. Dennoch wünschen sie den Borgwitzern alles Gute. Wir grüßen alle Borgwitzer und wünschen viel Glück und für die nächsten 1000 Erfolg Jahre. Für die nächsten 1000 und ein. Ah ja, 1001 Jahre. Sind ja 2002 dann. Genau. Geht los. Nö.